Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ikarus. Ja, wäre schon wieder ein toller Start. Ich laufe hier tatsächlich gerade noch ein bisschen rum, um ein bisschen zu leveln, weil wir schon wieder relativ nah an einem Level-Up sind und ich nicht weiß, was uns erwartet und tatsächlich Angst habe, dass wir den ganzen Fortschritt wieder verlieren. Aus dem Grund habe ich gedacht, vielleicht könnten wir noch ein bisschen jagen und im Moment gestaltet sich das gerade recht einfach, weil die Wölfe so, gut mitarbeiten heute. Mein Messer ist jetzt auch gleich kaputt. Ja. Bling. So. Reparieren wir mal. Ich hoffe, in der Zeit kommt jetzt kein Bär oder irgendwas. So. Ah, ich wollte einfach noch so ein bisschen, dass wir wie gesagt noch ein bisschen Punkte sammeln. Im Moment geht das hier auch tatsächlich ganz gut. Ein Bär wäre jetzt noch nicht schlecht. Der würde uns tatsächlich noch ein bisschen weiterhelfen. Die großen Antilopen hören sich teilweise auch schlimm an. Da denkst du, da kommt Gott weiß was. Und dann ist das in Anführungsstrichen nur eine Antilope. Oh, da oben ist noch ein Wolf. Nehmen wir auch mit. Oh. Läuft. Ja, so kann es weitergehen in Bezug auf. Ach, die hat uns schon wieder gesehen. Hasi auch, aber Hasis töte ich nur, wenn ich muss. Wieder so viel Knochen, so viel Fleisch, so viel alles. Wieso ist denn hier kein Bär? Antilope. Die Büffel rennen aber tief heute. Da auch noch eine Antilope. Ja, also wo ich ins Spiel reingekommen bin, war ich erst bei der Hälfte des Levels. Und jetzt sind wir schon fast 24. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, wir essen noch Möhrchen. Und noch ein Stück Fleisch. Ja, geschlafen habe ich auch, wie man unschwer erkennen kann. So, was haben wir denn hier? Ach ja, ich hatte ja dann auch noch die Lungenentzündung vom letzten Mal aus der Höhle. Die habe ich auch erstmal auskuriert. Weiß ich, so ein Büffel? Hat uns schon wieder gesehen, ey. Kann so ein großes Vieh so ängstlich sein? Bisschen Holz könnte ich noch mitnehmen. Bringt auch immer XP. Da ist auch kein Bär oder irgendwas mal. Nichts da, ne? Nichts. Nichts, was gerade jetzt noch ein bisschen XP bringen würde. Das ist doof. Es ist wirklich gerade ein bisschen zu friedlich. Weil gerade jetzt sind wir ja noch näher am Level Up.
ich bring erstmal kurz das Zeug nach Hause. Und ich würde sagen, ich level dann noch ein bisschen vor mich hin, beziehungsweise ihr müsst da jetzt nicht mit warten, wenn hier die Tiere nicht so entgegenkommend sind. Gerade jetzt im Moment. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder zurück und bin zwischenzeitlich auch erfolgreich Level 24 geworden. Gerade eben ein Hirsch war so nett, mir dazu zu verhelfen. Und jetzt sehen wir hier auch rechts oben Kraftstoff. Jetzt läuft hier quasi der Strom. Und gehen wir nochmal reingucken. Ich meine, jetzt ist es mir ziemlich wurscht, ob wir sterben oder nicht. Ich laufe hier einfach so durch. Lalalala. Storm incoming. Ah, ist aber okay. Wo hatten wir denn hier? Wo haben wir denn aufgehört, unser Kabel zu legen? Hier? Okay. Müssen wir das jetzt weiterlegen? Wir haben 12 Uhr mittags. Jetzt müsste ja eigentlich auch der Strom... Ich höre doch da schon... Ich höre doch jeden. Oh, wow. Hilfe. Mama. Weg. Oh, ich erschreck mich schon immer so. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Diese kleinen... Mich schickelt es jetzt überall. Wow. Nicht. Er ist tot. Ist er das? Ja. Wow. Alter, wie viel kommen denn da? Aua. Ah. Der hat mich getroffen. Ja. Ich hab... Oh. Super, jetzt habe ich auch wieder eine Lungenentzündung, wo ich kaum Ausdauer habe. Ich esse mal ein bisschen gegen. Wow. Okay, wo ist jetzt... Und jetzt? Setze den Bohrer nochmal. Hör doch hier die ganze Zeit hier hin. Habt ihr das gehört? Lach dir auch gleich was, du. Ich habe immer noch Gänsehaut überall. Okay, ist das jetzt hier? Gut, dann haben wir noch ein paar Fackeln. Erstmal. Oh. Ah, da. Hier hinten? Hilfe. Kommt hier was? Nee, gut. ja, man kann ja nicht... hier haben wir doch bestimmt eine Fackel zu viel, oder? Du kommst mal mit raus. Oh, meine Nerven. Meine Nerven liegen blank. Oh, Anna, die kann doch hier auch weg, oder? Wir brauchen noch ein paar mehr Fackeln halt. Weil ich möchte es gerne... Ja, so, hier geht's. Warte, hier konnten wir doch eben... Ich möchte gerne hier in den Tunnel eine Fackel setzen. So.
Die lacht sich auch kaputt schon. Die denkt, ich werde dich gleich essen. Werde ich dich gleich. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt dasselbe nochmal passiert, oder? Wurmtechnisch. Wir haben ja noch 5 Fackeln, also wir können das hier ruhig. Gut ausleuchten. 13 Uhr. So. Wir bringen Licht ins Dunkel, ne? Hier noch eine hin. Das war gut. Das war genau richtig mit den Fackeln, ey. So hat man wenigstens ein bisschen einen Überblick. So, jetzt müssen wir den Bohrer. Wir haben noch 2 über. Ja, ist ja egal. So, wir essen. Ist auch noch mal ein Möhrchen. Und noch mal Beeren. So, Entschuldigung. Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. So. Okay. Vor allen Dingen, ich würde auch gerne mal ein bisschen drüben in der Wüste rumlaufen wollen. Ach so, ich brauche ja das Kabelding, ne? Na. Ich brauche ja das Kabelding. Ich habe auch kein... wartet mal, wir gehen noch mal ganz kurz... Ach, hier lang. Wie gut, dass ich mir alles schön ausgeleuchtet habe. Da! Oh, hier noch hoch. Joppa. Ist... Puma? Puma? Okay. Achso, wir haben ja hier wieder keine Auswahl. Moment, ich wollte mal. Wo können wir eigentlich auch? Na egal, wir haben ja noch Zeit. Das sieht schon schön aus hier, ne? So mit den Seerosenblättern und so. Eigentlich total idyllisch und schön. Wenn da nicht diese Würmis wären. Die sind, glaube ich, so das Problem. Naja. Ich hole noch mal ein bisschen Oxid. Was soll denn hier andauern? Oh. Hier war Wetter. Na, sowas. Was geht denn hier? Wo kommen die denn jetzt schon wieder alle her? Das ist laut. Mach das jetzt einfach mal mit dem Messer. Wir haben genug. Aber das Solar funktioniert noch. Ja. Ich weiß nicht, seht ihr, was ich sehe? Hier ist ein Elefant. Oh, und ein Zebra.
Ja, was? Oh. Ich dachte ja das letzte Mal schon, ich bin ein bisschen am Rande des Wahnsinns, aber das hier ist jetzt wirklich am Rande des Wahnsinns. Entschuldigt bitte. Ich habe da auch noch Möhrchen drin, ne? Okay. Und wir haben noch immer Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch in rauen Mengen. So viel kann ich gar nicht mehr essen, wie wir hier Fleisch haben. Was wollte ich denn hier? Ach so, Oxid holen. Genau, das ist eine gute Idee. So. Immer diesbezüglich wieder voll. Ich habe einen Elefant im Vorgarten. Moment, Leute. Das... Oh nein, wie süß! Er brütet sogar. So macht er. So macht er nichts. Okay. Also ist er scheinbar nicht. Ja, die Geräusche hier. Man hat echt das Gefühl, man ist im. Wow. Aua. Mist es. Doch nur eine Mutze, oder? Oh, das ist ein Bär. Oh nein. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Ich war jetzt so fixiert auf den Elefant. Na egal. Gut, dass wir vorher noch gelevelt haben. Man darf hier nicht eine Sekunde unaufmerksam sein. Ah, ich war jetzt so fixiert auf den Elefant. Oh Mann, ich wollte so ein schönes Foto von dem machen. Egal, nicht schlimm, das war es mir jetzt wert. Eieiei. Ja, ich hoffe nur, dass der. Unsere Höhle nicht findet. Sollen wir mal hinten rumschleichen? Hier hinten ist so irgendwo. Nein, das ist er. Oh nein. Ja, komm mal mit, my friend. Wow, der kommt auch da drüben. Aua. Okay, dann töte mich hier. Dann komme ich nämlich da drüben gut an meine Sachen ran und kann dich hier schön wieder pullen. Komm her. Ernsthaft, jetzt hängst du fest? Wo bist du denn? Gib's mir. So, jetzt bleib aber auch gefälligst da. Wie er da steht. Ich bin hier der Chef. Aber ich habe eben echt nicht damit. Nein, nicht dahin laufen. Ja, genau, lauf mal hier hin. Ich möchte gerne drüben mein Zeug einsammeln. Ich sehe das von hier. So, Oh. Doch nochmal so viel Aufregung. Bis jetzt ging das doch alles wie geschmiert hier. Wie geschmiert und dann kommt Meister Pets. So, aber dich hole ich mir jetzt. Du gibst mir nämlich meine verlorenen XP wieder, mein Freundchen, ne? Ja. Ach nein, jetzt haben wir das schon wieder. Einmal kurz an- und ausziehen. So. Das da rein. Kommt das schon wieder? Oh ne. Hi. Na du? Komm zu, Mutti. Er springt aber auch wirklich sehr beherzt ins Wasser, ne? Kann man nicht anders sagen. Was? Warum hört denn der Elefant jetzt aggro? Habe ich hier keinen Bären killen oder was? Okay.
Das sah jetzt aus, als wäre der Akku, aber ich glaube, der war Akku auf den Bären, oder? Kann das sein? Oder war der jetzt Akku auf mich? Weil in dem Moment, wo der Bär tot war, hat er ja umgedreht. So, ich muss mir auch gleich erstmal meine Wunde versorgen. Okay. Naja, so viel XP hat er jetzt nicht gegeben, der Gute. Aber du bist lieb? Gut. Da haben wir noch einen Pumba, den können wir auch mitnehmen. Ich sehe Pumba nicht. Jetzt. Oh. Oh, war das aufregend. Ach Gott, ja. Egal. Ich habe auch keinen Bock, einfach hier durch die Mission durchzuwaschen, zumal ich auch das Gefühl habe, dass wir immer, also dass unsere XP, beziehungsweise unsere Erfahrung oder unser Level, zu gering ist für neue Missionen. Und ich würde zwischendrin echt gerne mal ein bisschen mehr leveln. Aber es kann auch sein, dass wir das jetzt zwischen den Jahren machen. Ach ja, allen auch noch frohe Weihnachten heute. Wir haben ja heute Heiligabend, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Lasst euch alle schön beschenken vom Christkind oder habt da schon. Was? Also die kriegst du mit einem Hit nicht so leicht down, ne? Da musst du dich echt hinhocken. Kommt da jetzt noch eine? Nee. Gut. So, den XP-Malus haben wir schon wieder. Ja, Schwede, hier geht's aber auch zu. Hier geht's ja auch echt zu wie im Dschungel, ey. Gut, so, XP-Malus ist weg. Ich brauche Neset. Die Wunde ist zu tief. So, die benutzen wir jetzt auch mal. So, jetzt ist nämlich auch die Wunde da unten weg. Jetzt sind wir auch wieder vollständig geheilt. Dann könnten wir auch mal noch ein bisschen Bärchen essen, ein bisschen Möhrchen essen. Wir haben schon wieder so viel, ja, Stuff. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Komm, wir stellen einfach mal her, so viel wie geht. Gibt auch immer XP. Gucke. Nein, ich denke mal, dass ich jetzt hier zwischen den Jahren vielleicht hier auch wirklich mal, weil dadurch, dass diese Missionen ja zeitlich gebunden sind und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ich zwischen den Jahren zum Aufleben komme, weil da hat man ja auch ein bisschen mehr Real Life und so. Und von daher muss ich einfach mal gucken. Aber es kann auch sein, dass wir einfach mal ein bisschen entweder uns die Outposts mal angucken. Oder in diese 30-Tages-Mission gehen, um mal ein bisschen zu leveln und vielleicht auch wirklich mal ein bisschen schöner zu bauen. Das würde ich halt auch ganz gerne mal machen. Es muss ja nicht immer. Was stimmt denn mit euch nicht? Ah. Aua! Was? Warum du? Wieso? Was? Ich hab doch jetzt. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Da ist ein wild gewordener Elefant hinter mir her. Oh mein Gott. Ist er wieder entspannt? Ich möchte keinen Elefanten töten müssen. Okay, der ist wieder entspannt. Ich weiß nicht, was er hatte. Er mag das scheinbar nicht, wenn ich hier. Wow, wow, wow. Au, au, au. Was hat er denn schon wieder? Also jedes Mal, wenn wir hier. Habe ich schon wieder eine.
Bist du entspannt, Dicker? Okay. Oh. Hier geht's ja jetzt ab. Hey, der Doppellaus. Aber hey, guck mal. Dafür haben wir schon wieder fast ein halbes Level jetzt gemacht in der kurzen Zeit. Aber ich möchte keine Elefanten töten. Das möchte ich. Ich habe schon ein Problem ein bisschen damit, die Wölfe zu killen. Weil die ja den Hunden sehr ähnlich sind und ich ja Hunde liebe. Ja. Muss erstmal hier die Leichen beseitigen. Junge, Junge, Junge. Ja, eigentlich ist es generell, aber ich muss es ja hier auch ein bisschen tun, um halt die Punkte zu bekommen. Gehört halt hier mehr oder weniger mit zum Spiel. Normal bin ich echt nicht so im Ort lustig. So, aber es gibt so ein paar Sachen. Hasen möchte ich nicht killen, weil Hasi ist halt ein Hasi. Und natürlich alles, was mich angreift, greife ich auch an. Ne? Hör mal, was stimmt denn mit euch nicht? Kommt jetzt auch wieder der Elefant angerannt? Haben die hier? Haben die, wie heißt Tollwut hier oder was? Die? Oh. Haben die hier Tollwut oder was? Die sind auf einmal alle so mega aggro. Oh. Jetzt sind wir schon fast Level 24,5. Nur weil wir hier mal ein bisschen rumgelaufen sind. Oh, ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir, was rührt denn hier wieder so? In der nächsten Folge machen wir dann die zweite Bohrung, weil ich denke mal, jetzt haben wir eh... Ach, das war nur ein Büffel. Haben wir eh keine ausreichende Sonne mehr, weil Sonne weg. Obwohl so ein Büffel gibt auch nicht viel XP. Nee, denn das steht lieben. Also hier ist echt, du kommst hier vor wie im Serengeti-Park oder so. Wow, 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 wow. Elefanten, Zebras, Pumas, Hyänen, alles da, Antilopen. Irgendwas läuft hier falsch. Puh. Mal gucken. Ja, kein Kraftstoff. Okay. Ja gut, wir haben auch 18.31 Uhr. Dann ist das Beste, was man tun kann, schlafen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann bringen wir das Ding hier zu Ende, hoffe ich. Ja gut, ich weiß gar nicht, kommt denn da noch was? Also die Aufgabenbeschreibung war nur durchbrechen, nichts weiter. Aber das weiß man ja bei Icarus auch nie so genau, ne? Kommt noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe. Naja, ich habe nämlich auch gedacht, wir müssten hier nur einmal bohren, jetzt müssen wir schon zweimal bohren, ja? Also, gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euch noch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Aber wir hören uns ja morgen schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, genießt noch Weihnachten und lasst euch schön beschenken. Verbringt schön Zeit mit euren Lieben, sofern es in dieser Zeit möglich ist. Und wir sehen uns morgen. Eure Shazadi. Ciao, ciao.